Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über das hier sprechen. Miesvak. Was genau das ist und was ich davon halte, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Einige von euch kennen Miesvak schon und haben mich nach meiner Meinung gefragt. Und für all diejenigen, die das noch nicht kennen, erkläre ich einmal ganz kurz, was das ist. Miesvak ist ein Zweig vom Zahnbürstenbaum. Der Baum heißt nun nicht wirklich Zahnbürstenbaum, sondern eigentlich Salvadora persica. Aber er wird Zahnbürstenbaum genannt, weil man die Zweige zum Zähneputzen verwenden kann. Der Baum wächst in den arabischen Ländern, in Afrika und in Indien und wird dort seit Jahrtausenden zum Zähneputzen verwendet. Und viele von euch haben mich gefragt, was ich dann davon halte und ob man das guten Gewissens benutzen kann. Und jetzt erzähle ich euch mal meine Meinung dazu. Um diesen Zweig zum Zähneputzen verwenden zu können, muss man oben 1 bis 2 cm von der Rinde entfernen. In der Anleitung steht, man soll es dafür erstmal in Wasser aufweichen und dann mit den Schneidezähnen so abziehen. Das ist aber erstens so fest noch die Rinde, dass ich das gar nicht hinbekommen würde. Und zweitens würde ich das meinen Schneidezähnen auch nicht zumuten wollen. Deswegen habe ich ein Messer verwendet und die Rinde so damit abgemacht. Und danach muss man es nochmal wieder in Wasser aufweichen. Und dann soll man laut Anwendung mit den Zähnen drauf rumkauen, damit das hier vorne weich wird und ausfranselt. Und ich kann dazu schon mal gleich sagen, ich habe das ausprobiert, ganz vorsichtig darauf rumzukauen. Und ich habe sofort aufgehört, weil das ist so hart und das möchte ich meinen Zähnen nicht zumuten. Also ich habe letztendlich, um das weich zu bekommen und auszufranseln, habe ich das ja in den Fingern zerdrückt und auf der Holzplatte. Aber ihr merkt eigentlich schon, was ich davon halte. Ich würde es auf gar keinen Fall zum Zähneputzen verwenden, unter gar keinen Umständen. Die Borsten sind extrem hart und auch richtig kratzig. Und die sind natürlich auch nicht abgerundet, so wie es bei herkömmlichen Zahnbürsten der Fall ist. Also die sind wirklich kratzig und hart. Und sie sind auch gar nicht alle gleich lang. Einige Borsten stehen eben vor und andere sind kürzer. Und so gerade kriegt man das gar nicht abgeschnitten, dass die wirklich alle gleich lang sind. Und was das für Auswirkungen hat, das habe ich mal versucht, euch zu zeigen anhand eines kleinen Versuchs, nenne ich es jetzt mal. Es ist nichts Wissenschaftliches, nicht validiert. Es soll auch nichts belegen in dem Sinn oder beweisen. Es soll einfach nur veranschaulichen, was ich versuche zu erklären. Und deswegen habe ich mal Alufolie genommen und darunter 2 Stück Küchenrolle gelegt und dann einerseits mit diesem Miesvak da mal drüber gefahren, unterschiedlich doll, mal härter, also mal mehr aufgedrückt, mal weniger. Und das Gleiche habe ich wiederholt mit der TP Good Zahnbürste und mit der Cura Prox Ultra Soft. In dem Fall ist es die Smart, aber das ist egal. Auf jeden Fall ist es die Ultra Soft, um einen Vergleich herzustellen. Und wie gesagt, das ist nichts Wissenschaftliches, aber ich zeige euch einfach mal, was dabei rausgekommen ist. Hier seht ihr nochmal das Ergebnis des Mieswachs. Wie man deutlich erkennen kann, sind ziemlich tiefe Kratzer in die Alufolie gedrückt worden. Auch als ich den Mieswach ohne Druck verwendet habe, sind deutlich Kratzer entstanden. Außerdem ist das Ergebnis nicht gleichmäßig, sondern es sind tiefere und weniger tiefe Kratzer zu sehen,
was eben daran liegt, dass die Fasern des Mieszwacks unterschiedlich lang sind. Dann das Ergebnis der TP-Gurt. Als ich die TP-Gurt gerade aufgesetzt habe, sind keinerlei Kratzer entstanden. Da hat sich nur das Muster der Küchenrolle durchgedrückt. Als ich die TP-Gurt aber ein bisschen schräg gehalten habe, sind ganz leichte Kratzer auf der Alufolie entstanden, die man jetzt hier in dem Video nicht genau sehen kann, die ich leider nicht genau darstellen konnte. Aber ganz, ganz leichte Kratzer sind entstanden, als ich sie schräg gehalten habe. Dann als letztes das Ergebnis der Curaprox Ultrasoft. Dabei sind überhaupt keine Kratzer entstanden, egal wie doll ich aufgedrückt habe oder ob ich sie gerade oder schräg gehalten habe. Ich habe es nicht hinbekommen, irgendwelche Kratzer in die Alufolie zu bekommen. Zahnschmelz ist natürlich härter als Alufolie auf Küchenrolle. Das ist mir auch klar und ich denke, das ist euch klar. Das meine ich auch gar nicht. Also es soll kein direkter Vergleich mit dem Zahnschmelz sein. Es soll einfach nur veranschaulichen, dass man mit dem Mieszwack da wirklich Kratzer reinmacht. Und egal wie doll ich mit der Curaprox aufdrücke, ich kriege die Alufolie nicht zerkratzt. Und das ist genau der Grund, warum ich immer Curaprox empfehle, weil sie so extrem sanft ist. Und nun kann man natürlich sagen, ja, dafür reinigt sie vielleicht auch nicht so gründlich. Aber das ist nicht wahr. Ich kriege mit keiner anderen Handzahnbürste so ein sauberes Ergebnis hin und so ein gutes Putzergebnis wie mit der Curaprox Ultrasoft. Und das liegt eben daran, dass sie auch eine ganz hohe Borstendichte hat und damit auch noch extrem gründlich reinigt und nicht nur sanft ist. Also beides ist sie, sanft und gründlich. Und das ist kein gesponsertes Video, ich kriege da kein Geld für, es ist einfach meine Meinung. Ihr müsst meine Meinung nicht teilen, ihr könnt es gerne selbst ausprobieren und für euch herausfinden. Ihr könnt auch anderer Meinung sein als ich, aber das ist meine Meinung. Darum verwende ich nur Curaprox, wenn ich mit der Hand putze, und auch meine Schallzahnbürste ist von Curaprox mittlerweile. Also Mieszwack würde ich unter gar keinen Umständen verwenden. Auf gar keinen Fall würde ich das an meine Zähne lassen. Dafür ist es viel zu hart und zu kratzig. Und ihr könnt euren Zahnschmelz damit zerkratzen und eben auch sehr stark abnutzen. Und noch empfindlicher als der Zahnschmelz ist natürlich das Zahnfleisch. Also wenn ihr das hier benutzt, dann kann es eben auch sehr schnell passieren, dass euer Zahnfleisch sich zurückzieht und dann habt ihr freiliegende Zahnhälse, kälteempfindliche Zähne und alles, was damit zusammenhängt. Und ich denke, das möchte keiner von euch. Was man noch zu Mieszwack sagen muss, ist, dass in diesem Mieszwack bestimmte Mineralien enthalten sind, die gut sind für die Zähne und fürs Zahnfleisch. Dazu zählen zum Beispiel Kalium, Calcium, Vitamin C, Flavonoide, Kieselsäure und noch andere. Und ja, das ist gut fürs Zahnfleisch und für die Zähne, aber die Frage ist letztendlich, da dieser Zweig hier in Deutschland ja nicht wächst, also der Baum nicht wächst und der Zweig hier nicht frisch erhältlich ist, sondern nur getrocknet, ist halt die Frage, wie gut sind diese Mineralien und Nährstoffe überhaupt noch enthalten in diesem Zweig und wie gut wirken die noch? Außerdem ist Fluorid in diesem Zweig enthalten, allerdings ist das angegeben mit 8 bis 22 ppm und die Empfehlung in Deutschland für Erwachsenenzahnpasta liegt bei 1200 bis 1400 ppm Fluorid, also um ein Vielfaches höher. Und das Fluorid, was in diesem Zweig enthalten ist, mit 8 bis 22 ppm, das kann man vernachlässigen, also das ist so gut wie nichts. Also noch einmal, ich würde den auf gar keinen Fall benutzen. Meine Meinung habe ich euch gerade gesagt. Ich denke ziemlich deutlich und deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und auch geholfen hat. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.